Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, The Jig is of Time. Es geht wieder weiter. Ich habe mich jetzt endlich mal ein bisschen schlau gemacht und ihr seht, ich bin schon wieder als Ameise unterwegs. Es geht nämlich hier ein ganz schmaler Weg lang, Alter. Was zur Hölle? Wie soll man das denn sehen? Ja, der bringt uns nämlich jetzt erstmal hierher. Und ja, so doof es klingt, ich war hier ja schon und habe ausgekundschaftet, warum ich hier als Ameise hergehen sollte. Das hatte für mich keinen Sinn gemacht, aber es gibt tatsächlich hier oben noch ein verstecktes Loch, wo man natürlich komplett selber drauf kommen soll. Ich meine, hier lag ein Ei, ne? Wir erinnern uns vielleicht vor 2, 3 Folgen, hier war ein Ei, das könnte ein Hinweis gewesen sein. Das habe ich aber überhaupt nicht so als Hinweis gesehen, aber ja, es ist ein Hinweis. Hier ist halt noch ein Loch und ja, hier muss man halt irgendwie alles als Hinweise sehen. Hab ich aber überhaupt nicht mehr dran gedacht, ganz ehrlich. Da war ich komplett raus. Und ja, hier von hier aus können wir jetzt einfach hier runterjumpen. Zu unserem Puzzleteil. Nummer 8. So, und jetzt habe ich die Frage, kann man sich eigentlich auch so direkt irgendwie zurückverwandeln? Nee, wir müssen jetzt wieder zum Dings latschen, ne? Zum Schamanen. Oder gibt es eine Möglichkeit, das schneller zu machen, Leute? Falls es das geben sollte, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Fände ich zumindest super nützlich, wenn es da eine Möglichkeit gäbe. Kann ich mich einfach hier droppen lassen? Ja. Weil aktuell, ich wüsste zumindest nicht, kann sein, dass das mal irgendwo gelesen wurde, also beschrieben wurde, wie das gehen könnte. Ich sehe es zumindest gerade nicht. Ich versuche gerade auch ein paar Tastenkombinationen, aber geht irgendwie alles nicht. Schade. Könnte man irgendwie einfügen, oder? Also, dass es so eine Tastenkombination gibt, dass quasi man sich direkt in so einer Situation zurückverwandeln kann. Vielleicht gibt es die ja auch und ich bin einfach zu doof dazu. Aber ich fände halt, falls es die nicht geben sollte in einem Hack, könnte man das irgendwie doch schon irgendwie bestimmt hinbekommen, dass man dieselbe Funktion quasi da einbaut. Das sollte möglich sein, denke ich. Naja, gut. Kurzer Statuscheck. Uns fehlt halt jetzt noch ein Jinjo. Uns fehlt noch ein Puzzleteil. Also zwei Puzzleteile, aber wenn wir den letzten Jinjo finden, bekommen wir ja auch ein Puzzleteil. Also ein Jinjo, ein Puzzleteil und 5 Musiknoten fehlen uns. Dann sind wir in diesem Level hier completed. Und ja, auch das weiß ich mittlerweile, wo es zu finden gibt. Und ich glaube, ich wäre auch selber nicht drauf gekommen. Dementsprechend war es gut, dass ich mich informiert habe. Heieiei, Leute. Ich sag euch, ja, hier muss man halt echt auf alles achten. Ich bin schon echt stolz, dass ich in Kakariko selber die 100% erreicht habe. So wie auch im Kokiri-Wald. Da habe ich ja auch die 100% selber erreicht. Ja, also mit euch natürlich. Aber zumindest ohne. Ja, komm. Ich habe es mit euch gemacht, ja. Ich will mich mal nicht höher in den Himmel loben, als es ist. Ich habe es mit euch zusammen gemacht. Ihr habt mir Tipps und Tricks gegeben. In Kakariko habe ich es aber tatsächlich selber geschafft. Da bin ich echt stolz drauf. Also auch ganz ohne irgendwas nachzugucken, bla bla etc. So, wir gehen einmal hier rüber. Denn die letzte Lösung liegt tatsächlich hier. Denn diese Dinger hier kann man halt einstampfen. So. Hier haben wir jetzt erstmal die letzten 5 Noten. Ja, you found all 100 notes on this world. Well done. So, zack. Hier gibt's 5 Eier. Ja, und in jedem von den Dingern ist halt was versteckt. Kann sein, dass man das halt aus anderen Banjo-Kazooie-Games kennt. Also aus einem normalen Banjo-Kazooie oder Banjo-Tooie, dass es da vielleicht die Dinger auch gibt. Ist möglich. Oh Gott. Hallo. Ich bin da leider ein bisschen zu fremd, was das Spiel angeht, weil erstmal ewig her, dass ich das gezockt habe. Und ich glaube, ich habe das auch nie zu 100% durchgespielt, Banjo-Kazooie. Aber müssen wir vielleicht mal irgendwann nachholen. Ich meine, wenn ich den Hack geschafft habe, ne, dann kriegen wir das auch hin. So. Dann haben wir das, und dann
hier bitte auch noch einmal. Da haben wir noch ein Leben. Das gönnen wir uns natürlich auch. Und der letzte ist dann oben. Ich weiß gar nicht, wie soll ich da hinkommen? Über die Brücke. Na toll. Sagst du dazu, Tomb Raider? Ja, wir müssen den letzten hier oben auch noch kaputt machen. Da müssen wir aber über die Brücke hin. Das heißt, wir können hier nochmal raus. Und können nochmal den Weg über die Lava gehen. Glaube ich zumindest, dass das nötig ist. Hallo? Oh Gott, das tut weh. Nee, doch nicht. Schwein gehabt. Jo, an sich war es ein schönes Level. Eigentlich relativ easy, wenn man halt weiß, wo, ne? Es gab jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, jo, das ist jetzt unglaublich schwer gewesen, aber man muss halt nur wissen, wo es ist. Ja, das ist das große Rätsel an den ganzen Sachen. Dann hast du halt noch diese Jump-Parts, die ab und zu mal ein bisschen eklig sind, aber ansonsten geht es eigentlich voll klar. So, sagt er und fiel in die Lava. Zack. So, einmal hier rüber. Dann müssen wir hier quasi jetzt nochmal komisch um die Ecke fliegen, glaube ich. Damit wir da auf die Brücke drauf kommen. Anders geht's, glaube ich, nicht. So, dann haben wir hier jetzt wieder diese eklige Situation, ne? Aber diesmal auch meisterhaft gemeistert. So, und dann müssen wir einmal hier rüber. Dann hier, dann auf den Stein und hier rein. Dann sollten wir jetzt eigentlich auf der Brücke sein. So, natürlich wieder auch so eine richtig eklige Kamera. Ich weiß nicht, ich finde die Kameraführung, ne, kannst du jetzt gerade nicht weiter drehen, weil hinter uns eine Wand ist, finde ich manchmal echt eklig. So, aber Finale, Leute. Das letzte Puzzleteil. Wir haben es geschafft. Zack. Damit ist auch dieses Level zu 100% abgeschlossen. Wir haben 100 Noten. Wir haben 10 Puzzleteile. Wir haben unsere zwei Waben. Wir haben 1 Stunde 38 gebraucht. Yay. Das war jetzt nicht so gut. Aber ich bin sehr zufrieden. Achso, man kann hier ja auch durch alle durchswitchen. So, Lost Woods. Hä? Achso, Lost Woods gab's mehr nicht. Game Total. Wo ist denn der Kokiri-Wald? So, Death Mountain. Kokiri Forest. Ja. Kakariko. Castle Town. Ja. Haben wir bis jetzt alle zu 100% abgeschlossen, die Level. Können wir stolz auf uns sein. Können wir echt stolz auf uns sein. So, es geht weiter, liebe Leute. In welches spannende Level begeben wir uns denn jetzt? Ich hätte gesagt, wir haben ja einmal die Chance auf Soras Domain. Oh shit. Aber ist auch egal, wir können ja theoretisch sterben. Ich nehme mal eine Abkürzung. Über die Lava. Wow. Ja, ich glaube, Soras Domain nehmen wir doch, oder? Ich denke, das ist ein Plan. So, good job. Du Sau. So, erstmal zermanscht. Oh, ich hoffe, wir haben eine coole Musik in Soras Domain. Jetzt kommt ja erstmal der Fluss. Da wird aber wahrscheinlich Soras Domain noch drin sein. Ich weiß nicht, vielleicht auch Lord Yabu Yabu? I don't know. Könnte ich mir auch vorstellen. Nein. Aber das ist, glaube ich, jetzt erstmal der richtige Weg, ne? Weil wir haben mittlerweile 400 Noten. Und ich glaube, für Soras Domain haben wir 260 gebraucht. Dementsprechend denke ich, wir sind hier auf dem richtigen Pfad. Ba-ba-ba. Ach, die Tür ist auch einfach schon offen. Warum? Warum? Okay.
So, erstmal haufenweise Bienen. Natürlich. Bringt das was? Ja, es hat nichts gebracht, übrigens. Frage ist hier ein Loch. Nicht wirklich, ne? Wo ist der Erbsenverkäufer? Wo ist er denn nur? So, hier sind auf jeden Fall Eier. Ich guck mal ganz kurz, was hier versteckt ist. Ist hier auch was versteckt? Vielleicht ist hier auch gar kein... Vielleicht zählt das auch zu Hyrule noch mit dazu? Das zählt mit zu Hyrule dazu, Leute. Okay, also hier könnte es vielleicht auch ein Puzzleteil geben. Aber keine Noten und nichts anderes. Okay, gucken wir mal. Ob wir hier im Wasser irgendwas finden. Hier ist erstmal nichts weiter. Hui! So, da haben wir so einen Typen. Da können wir uns ein Leben holen. Da oben ist eine Schatzkiste auf jeden Fall. Das könnte potenziell vielleicht was sein. Also die Bienen zu machen war jetzt halt komplett sinnlos. Ich habe jetzt schön 20 Gold oder 10 Goldfedern aufgebraucht. Aber naja, die kriegen wir wieder zusammen. Oh Gott. Komm ich da so hoch nicht? So hoch nicht? Ja. Volles Deutsch, ne? Das hat auch irgendwie ein bisschen Frame-Einbrüche. Ich glaube, weil hier ziemlich viel los ist. So, wie komme ich denn jetzt hier an dem vorbei, an dem Kunden? Da ist halt ein Stein, da oben ist eine Kiste. Da oben haben wir aber auch noch Wege, also theoretisch, vielleicht können wir da irgendwie von der anderen Seite lang gehen. Probieren wir das halt mal. So, hier haben wir eine Feder. Ja, das war schlecht. Nee, geht weg. Ich will euch nicht. Sind das hier für Muscheln? So, hier haben wir eine Leiter. Nice Musik auf jeden Fall. Genau, dann gehen wir von hier lang. Das wird auch nix. Hä? Kann ich auf den zielen hier? Das wird auch nix, ne? Nicht so richtig. Ne. Hat sie komplett vergessen. Hä, wie komme ich denn da hin? Kann man irgendwie fliegen? Von irgendeiner Position aus vielleicht? Ansonsten... Weiß ich gerade nicht ganz so richtig weiter. Hier gibt es auf jeden Fall ab und zu mal eine rote Feder. Könnte vielleicht darauf schließen, dass man hier irgendwo fliegen kann. Alter, diese Bienen, ne? Was ist denn nun mit euch? Nein! Aber wir haben ja Leiter. So. Aha. Aha. Ja, Zora's Domain ist aber nicht offen. Warum ist sie nicht offen? Da drüben haben wir noch eine Kiste. Vielleicht muss ich die hier rüber aufmachen. Warte mal. So, schwimme ich da jetzt in Zora's Domain rein oder was passiert da jetzt? Nö, das ist ja gar nichts. Ja, Zora's Domain. Kann ich das aufschießen?
Ha. Muss ich da vielleicht in der Nacht hin? Ich meine, ein Lied spielen kann ich ja jetzt gerade schlecht. Das war jetzt nur eine goldene Feder? Euer Ernst? Krabbe? Ja, wie komme ich denn rein? Hallo? Dürfte ich betreten eure Türe? Ja, hier ist halt das Triforce, aber... Ich kann nicht singen. Ich kann kein Lied spielen. Ja, keine Ahnung. Was möchten die von mir? Du. Da. Das geht auch nicht. Ich könnte höchstens versuchen mal, dass ich Nacht mache. Hallo. So, Krabby ist tot. Das war jetzt eine Vermutung von mir. Ich mache halt einfach mal Nacht. Und hoffe, dass es danach halt offen ist. Aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, wie ich mich hiermit verhalten soll. Da fehlt mir gerade irgendwie auch so ein bisschen die Info. Ich könnte mal gucken, ob da drüben... Da drüben war aber auch nichts. Ich meine, den Sprung schaffe ich nicht. Das sind alles so Sprünge, die man nicht schafft. Rüberschießen bringt ja auch nichts. Ist ja alles höher. Es sei denn, ich mache vielleicht so hier... Ganz knapp nicht, warte mal. Da fehlt halt ein Zentimeter. Mann. Dü. Da fehlt ein Zentimeter. Hä, was ist denn das für ein Käse hier? Mann, wie willst du das schaffen? Geh weg. So, hier habe ich ja auch schon versucht gehabt. Das ist jetzt auch keine Sprungplatte oder so. Ja, also wir gehen eigentlich aktuell vom Regen in die Traufe, ne? Also, okay. Soundunterbrechung. Töten kannst du das auch nicht. Ich wüsste aktuell nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Also wir können es gerne nochmal in der Nacht versuchen. I don't know, ob das geht. Das ist jetzt so meine Idee, irgendwie im Hintergrund noch. Die Groundy. Wuhu. Da kann man auch irgendwie hoch. Vielleicht kann man irgendwie doch fliegen. Und ich habe das einfach noch nicht gecheckt, wie man fliegen kann. Natürlich. Ah, Mann. Versuchen wir es nochmal, dass ich jetzt Nacht mache. Und dann gehen wir nochmal in das Level rein. Vielleicht gibt es dann irgendeinen Unterschied. Vielleicht ist es halt nur in der Nacht offen, obwohl halt normalerweise immer dieses Symbol da dran ist, ne? Wenn irgendwas nachts nur offen hat. Theoretisch. So, wir müssen auch wieder ein paar Eier sammeln. Da sind gerade ziemlich viele Flöten gegangen.
So, wie war das? Zack. Okay. Ich habe halt echt noch keinen Plan. So, jetzt ist Nacht. Das sind ganze Stalfos hier. Guck mal halt mal. Ich meine, das zählt ja auch zu der Welt dazu. Vielleicht hat sich wirklich was verändert. Aber ganz ehrlich, das hätte es schon noch einen Hinweis geben können. Oder? Find schon. So, gucken wir mal, ob sich da jetzt irgendwas getan hat. Der Part ist halt auch schon wieder rum. Und wir haben halt gefühlt, naja, wir haben halt den Todesberg abgeschlossen. Hier ist auch wieder Tag jetzt einfach. Also das hat gar nichts geändert jetzt. Ja, die Frage ist halt echt, wie kommen wir jetzt bei Zora's Domain rein, Leute? Ich glaube, das werde ich dann mir für die nächste Folge aufsparen, wie man da reinkommt. Weil aktuell bin ich planlos, genauso wie ich halt... Das geht halt auch nicht. Naja, furzen geht auch nicht. Okay, warte mal, ich könnte mal versuchen. Das ist eine Idee. Okay, ja. Alles klar. Das war die Lösung für den ganzen Schlamassel. Hätte ich irgendwie auch drauf kommen können, ne? Shit. Was war das denn für ein schlechter Sprung? Jetzt habe ich aber nur 6 goldene Federn. Eieiei. Warte mal, komme ich hier? Nein, na. Das wird, glaube ich, nix. Ja, wir machen gerade ein bisschen Überlänge, Leute. Ich würde kurz noch gucken, ob wir da oben vielleicht irgendwie noch rankommen. Ja, Hätte ich auch wirklich eher drauf kommen können. So. Das passt. Den hauen wir weg. Holen uns hier noch ein Leben. So, jetzt haben wir da einen Stein. Da ist eine Sprungplatte drunter auf jeden Fall. Dementsprechend würde ich hier mal zielen. Das hat geklappt. Und ich hoffe, da gibt es vielleicht ein Puzzleteil. Auch nur so einen dummen Schädel. Verdammt. So. Naja, da bleibt aber immer noch die Frage offen. Wie kommen wir jetzt in Zora's Domain rein? Da oben ist eine Brücke. Die hatte ich vorher noch nicht gesehen. Wie soll man da hinkommen? Warum sollte man da hinkommen? Aber ich würde sagen, Leute, dieses Rätsel stellen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hat jetzt leider weniger gebracht, als ich gehofft habe. Aber, naja, zumindest ein bisschen was. Ne? Da oben ist auf jeden Fall eine Brücke, da muss ja irgendwie noch weitergehen. Gut, das war's erstmal von mir. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Banjo-Kazooie, The Jig is of Time. Tschüssi, Leute.